Ja, nett. Ich würde zuerst mal Zauberstab kaufen, ne? Ach, gut. Zurück können wir schon mal nicht. Schön. Das hier sieht ein bisschen aus wie ein Keller. Folterkeller vielleicht? Ja, eher Anschrauben und zurücklassen Keller. Wollen wir da rausgehen? Es ist von außen abgeschlossen. Das ist ja blöd. Gott sei Dank. Hier liegt etwas so rum. Ein hölzernes Rad. Schon wieder. Was ist das für ein Ort? Ich muss träumen. Vielleicht bist du in einen Traum gefallen. Da fällt mir gerade ein, der liebe Spire, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mich darauf hingewiesen, dass man die Spinne in Risas Apartment auch hätte selbst platt machen können. Und zwar, indem man sie in die Dusche lockt und die Dusche anmacht. Das fand ich total cool, weil ich liebe Spiele, in denen es tatsächlich mehrere Möglichkeiten gibt. Besonders, wenn man es nicht erwartet. Und ja, nur so kurz eingeschoben, fand ich sehr interessant. Der Tunnel ist verschwunden. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist Magie. Magie. Magie? Können wir das... Ein hölzernes Rad. Können wir nicht. Was ist das für ein Ort? Ich muss träumen. Okay, ich habe auch nichts im Inventar. Sieht nicht sehr solide aus. Eintröten? Ah, sehr gut, Zoe. Gib's der Tür. Ja, schön. Oh, hä, wie cool. Diese Maschine sieht nagelneu aus. Sie passt keinesfalls zum Rest der Dinge hier unten. Findest du? Ich weiß nicht, das hat so was Steampunk-mäßiges alles. Also gut, der Rest ist eher ein bisschen mittelalterlich. All dieses Zeug, das ist wie in einem Fantasy-Rollenspiel. Hatten wir recht und befinden uns in einem Rollenspiel? Wer lagert Nahrungsmittel auf diese Weise? Ich glaube nicht, dass ich noch in Newport bin. Meinst du? Wirklich? Sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus. Aber in der Tat sehr mittelalterlich. Dieser Bierhahn hier sieht deplatziert aus. Er glänzt zu sehr und ist viel zu modern. Erstmal ein Bier trinken. Äpfel? Sicher, sie sehen aus wie Äpfel, aber ich betrachte nichts mehr als zuverlässig. Was sollte es sonst sein? Vielleicht sind wir in der Matrix. Was war das? Oh. Ben Reem? Besuch. Was wolltest du sagen, Bryn? Sie steht direkt neben dir. Hallo? Oh, gesegnet seien die sechs. Kind, du hast mich erschreckt. Du sprichst meine Sprache. Gott sei Dank. Ich bin nicht ganz sicher, was passiert ist. Ich spreche... Was? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich träume. Egal, was ich mache, es scheint, als könnte ich nicht aufwachen. Traum? Das ist kein Traum, Kind. Soll ich dich in den Arm kneifen? Was? Nein. Nein, es ist... Ich... Diese Zwillinge, sie machen etwas mit mir. Etwas... Wie bist du hier hereingekommen? Wir öffnen nicht vor Mittag. Öffnen was? Den Gasthof, Kind. Was denkst du? Bist du etwas dumm, oder? Durch die Balance bist du von der anderen Seite, stimmt's? Was? Du liebe Güte, noch eine Reisende. Warum kommen Sie immer hier an? Noch eine was? Du musst sofort zu Minstrom Magda gehen. Sie wird dir alles erklären. Minstrom Magda? Geh nun und kein Wort zu irgendjemandem. Sie haben ihre Ohren überall. Schau, ich weiß nicht, was los ist und ich weiß auch nicht, was ein Reisender ist oder warum ich unbedingt diese Magda treffen soll und... Ich verstehe, dass du verängstigt bist, Kind.
Du verstehst es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier los ist. Langsam fange ich an zu glauben, dass die Geschichten, die mir Charlie über April Ryan erzählte, wahr sind. Sagtest du April Ryan? Ja. Kennst du sie? Nein, ich kenne diesen Namen nicht. Du musst unbedingt zu Minstrom Magda, Kind. Ich glaube kaum, dass ich eine andere Wahl habe, Traum oder Nicht-Traum. Wo kann ich sie finden? Sie ist hier in der Gegend, aber der blinde Bob müsste wissen, wo sie ist. Er ist draußen. Du kannst ihn nicht übersehen. Blinder Bob, Minstrom Magda, unterirdische Städte und fremde Monster. Ich fühle mich, als wäre ich in ein Rollenspiel geraten. In Ordnung. Ich werde mit dem blinden Bob sprechen. Wie ist übrigens dein Name? Benrim Salmon, Kind. Ich bin die Gastwirtin von Journeyman Inn. Falls du irgendetwas brauchst, komm zu mir. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Ich bin Zoe. Und danke. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Du bist die einzige Person, die ich kenne an diesem Ort. Immerhin hat sie Danke am Ende gesagt. Okay. Ja, gut. Ich kenne diesen Titel nicht. Buch der Bestien der Südländer. Okay, ich will gar nichts von diesen Büchern wissen. Ich kenne diesen Titel nicht. Buch der Bestien der Südländer. Ich habe noch mal ein bisschen an der Lautstärke gedreht. Ich hoffe, dass das soweit in Ordnung geht. Tut mir leid, wenn das jetzt sehr extrem war, aber ich glaube, es ist okay. Anders als die meisten Dinge an diesem Ort fühlt sich dieser Kamin gemütlich und vertraut an. Hä? Ist doch voll gemütlich hier. Ist so richtig hutzelig. Also ich finde das mega gemütlich hier. Bisschen urig. Das ganze Holz. Und es gibt Bier. So what? Wow. Das ist wirklich hübsch. Ein Zeppelin oder sowas. Und der Elfenbeinturm. Ah, ist das der blinde Bob? So hungrig, so blind. Ein Almosen. So hungrig, so blind. Ja, gut, bevor wir hier jetzt... ich würde mich gern überall umgucken, aber bevor wir hier jetzt blöd durch die Gegend rennen, spreche ich ihn lieber direkt an. Kümmern Sie sich nicht um mich, guter Herr oder gute Frau. Ich bin nur ein armer, alter, blinder Bastard. Kann nirgendwo hin und habe nichts zu essen. Oh. Benrim sagte, dass ich diesen blinden Bob draußen finden würde. Könnte er das sein? Er sieht blind aus. Dieser blinde Bob. Ein Almosen für einen alten, blinden Bastard ohne Heim und Herd? Es tut mir leid, ich habe kein Geld. Ah, gut. Ich werde dir ein Geheimnis verraten, Süße. Blinder Bob ist glücklich, dass er weder Heim noch Herd hat. Hat die, die ihn hassten, verlassen, um eine Bettlerkarriere zu beginnen. Eigentlich ist es das Leben eines Königs. Freiheit, frische Luft, keine Fesseln, kein Stress, keine verdammten Steuern. Ist dir nicht kalt? Glaubst du? Doch nein. Hatte so etwas Ähnliches wie einen Unfall mit einem Feuertalisman, als ich ein kleiner Junge war. Das hat mich dauerhaft erwärmt. Ist übrigens wirklich angenehm. Aber wie sieht es mit deiner Blindheit aus? Das kann doch nicht gut sein. Oh, das ist nur theoretisch. Theoretisch? Ich hätte blind sein können. Hatte einen Unfall mit einem Zauberspruch, als ich ein kleiner Junge war. Meine Augen verbrannten fast. Aber es ist nicht so. Nein, nein. Hat mein Gesicht um eine Meile verfehlt. Hätte meine Augen ausbrennen können. Das hätte wirklich sein können. Somit bin ich theoretisch blind. Natürlich. Theoretisch blinder Bob ist kein anständiger Name für einen Bettler. Ich verwende heutzutage nur blinder Bob. Das bin ich. Oh, okay. Hallo. Okay. Also dieser Herr ist nicht wirklich blind. Gut. Ja, Hilfe, tschüss. Nein, Hilfe.
Ich brauche Bobs Hilfe, um Magda zu finden. Kann ich dir eine Frage stellen? Ja klar, kannst du mich etwas fragen. Entweder antworte ich oder nicht. Grund genug. Ich suche nach jemanden. Der Gastwirt sagte, du könntest sie kennen. Ihr Name ist... Halten wir es so, Süße. Wie du mir, so ich dir. Das sind die Regeln. Was meinst du damit? Wenn du willst, dass Blinder Bob dir einen Gefallen tut, tust du zuerst ihm einen. Ja, ne. Ich bin nicht in der Stimmung. Doch, klar. Warum nicht? Ist ja eigentlich fair. Einverstanden. Was willst du? Du weißt doch, dass ich kein Geld habe. Nun, Süße, du scheinst mit der alten Ben Reem gut auszukommen. Sie macht einen starken Würzwein. Gerade das Richtige für einen kalten Wintermorgen. Aber Ben Reem ist nicht gut, auf den blinden Bob zu sprechen, weil er auf ihrer Eingangsstufe sitzt. Sie gibt ihre Waren nicht gerne her, wenn sie nicht die entsprechende Bezahlung erhält. Du willst Würzwein? Eine Flasche wäre schön, Süße. Das ist ein guter Stoff, gemacht mit Mrs. Mullins Spezialgewürzen. Würzwein gemacht mit Mrs. Mullins Spezialgewürzen? Fein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, danke, Süße. Du hast einen theoretisch blinden Mann glücklich gemacht. Okay, spenden schön. Sie zum Wohle des armen blinden Bob. Dann fragen wir sie doch direkt einmal. Ich will auch Würzwein. Sie ist weg. Kamera. Können wir hier rein? Hier können wir nicht rein. Dann gucken wir doch einmal im Keller nach. Vielleicht ist sie da. Ja. Nee. Hä? Ah. Ich dachte gerade, da wo die Wand wäre, wäre jetzt eine Tür. Aber dem ist nicht so. Diese Maschine ist... okay. Dann ist sie wohl abgehauen. Wusste wohl, dass wir zurückkommen. Ja. Habe ich sie eben übersehen? Nein. Bin ich so blind? Wow, okay. Hallo? Ja? Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun, mein Kind? Wow. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie uns unsere Fragen besonders gut beantworten können, aber ich versuche es trotzdem. Ich habe eine Milliarden Fragen über diesen Platz, diesen Ort. Ja. Ich habe so viele Fragen über diesen Ort. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du solltest mit Minstrom Magda anfangen, wie ich es dir sagte, mein Kind. Dachte ich okay, mir. Okay, das mache ich. Wow. Dies ist eine andere Welt. Warum spricht hier jeder Englisch? Wie kommt es, dass hier jeder Deutsch spricht? Deutsch? Nein, mein Kind. Wir sprechen Altang, wie du. Was? Altang. Naven. Es ist die allgemeine Sprache unserer Welt. Aber wir sprechen doch gerade Deutsch, richtig? Nein. Naven ist eine magische Sprache. Sie kann ziemlich rasch von allen erlernt werden, die wissen, wie man zuhört. Wirklich? Also, wie? Ich kann eine magische Sprache sprechen? Das ist ja unglaublich. Unglaublich? Nein, es ist ganz normal, mein Kind. Das ist cool. Eine Sprache, die man erlernen kann, wenn man zuhört. Also quasi wie mit allen Sprachen, aber ein bisschen einfacher vielleicht. Ja, vielleicht kann Ben Reem mir mit dem Glühwein helfen, also dem Würzwein, wie es genannt wird. Ich sprach mit dem blinden Bob, aber er wollte mir nichts erzählen. Ah ja, wie du mir, so ich dir. Wenn du dem blinden Bob eine Chance zum Handeln gibst, nimmt er sie wahr. Würzwein. Er will Würzwein. Gemacht mit, Mrs. Irgendwie oder so. Gewürzmischung. Frau Mullins Spezialgewürze. Für einen Bettler ist der blinde Bob sehr wählerisch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich Minstrom Magda nicht finde, kann ich nicht nach Hause. Und wenn ich nicht nach Hause kann... Beruhige dich, mein Kind. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Ich habe Rotwein und ich kann ihn heiß machen. Es fehlen mir nur noch diese Gewürze. Ich sollte heute Morgen eine Lieferung erhalten. Aber es ist noch niemand da gewesen. Und ich kann den Gasthof nicht verlassen, um sie zu kaufen. Vielleicht soll ich die Gewürze für dich besorgen. Wenn du willst. Ich kaufe meine Gewürze bei einem Händler am Südtor. Sein Stand ist die erste Marktbude links, wenn du die Ayreed-Allee runtergehst.
Sag ihm nur, dass Ben Reem dich schickt und du die Bestellung von Frau Mullins Spezialgewürzen abholen willst. Und erwähne, dass ich enttäuscht bin, dass er seine Lieferung nicht wie vorgesehen erledigt hat. Ich werde in der Zeit, während du weg bist, schon etwas Wein erhitzen. Vielen Dank. Ist schon gut, mein Kind. Jetzt geh schnell. Warte, wie komme ich zum Markt? Der schnellste Weg würde durch Old Town führen, aber sie haben ihn heute Morgen geschlossen. Du wirst den langen Weg außen herum gehen müssen. Geh Richtung Osten zum Turm. Wenn du den Turmplatz erreichst, geh Richtung Süden. Das wird dich auf die A-Reed-Allee bringen. Geh den Weg entlang, er wird dich zum Südtor führen. Osten, dann Süden. Okay, danke. Ja, wir laufen einfach rum und gucken mal, wo wir landen, würde ich sagen. Ich bin sehr schlecht mit Wegbeschreibungen. Mein Orientierungssinn ist so oder so nicht besonders gut. Ich würde erstmal hier lang gehen, weil es aussieht, als könnten wir hier lang. Sie müssen diese Dampfmaschinen gerade erst installiert haben. Sie sehen nagelneu aus, aber sie passen einfach nicht in das mittelalterliche Aussehen dieses Ortes. Huch. Ah. Ja, gut. Komm, da könnten wir uns doch locker durchquetschen, oder? Gib dir einen Ruck, Zoe. Ja, dann nicht. Wo geht's da lang? Ah, okay. Ich kann nicht wirklich nach oben gucken. Ja, gut. Oh, ich finde das hier voll schön. So der ganze Schnee Almosen, und das Mittelalterliche. Gefällt mir gut, doch. Das sieht jetzt wieder sehr, ich weiß nicht, südländisch aus. Also, das sieht jetzt so aus, als würde es da nicht reinpassen. So gar nicht. So. Ja, das sieht so orientalisch aus plötzlich. Und das vorige? Ja, naja. Aber sind wir hier richtig? Sie meinte was von Osten und dann Süden. Da wir aber keinen Kompass haben. Ich das ein bisschen blöd. Hallo, der Herr. Hallo, der Herr. Du kannst über die Azadi sagen, was du willst. Aber sie sind fähige Baumeister. Hallo, die Frau. Die ich jetzt wohl ein bisschen aus dem Konzept gebracht habe. Ups. Ja, ich glaube, hier sind wir falsch. Gut. Ich gehe mal da den Gang entlang, der da war. Ich würde gern noch schneller laufen können. Aber das geht schon irgendwie. Hallo? Diese Wächter stechen wirklich hervor. Man kann sehen, dass sie nicht aus dieser Gegend stammen. Aha. Wir bringen Frieden und Fortschritt auf diesen Kontinent. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ist ja nett, dass die einfach so mit uns reden. Ich glaube, der Dame haben wir gerade ihr Skript zerstört. Oder die muss mal. Oder schätzt die Zeit alleine sehr und braucht ein bisschen Privatsphäre. Man weiß es nicht. Das sieht schon wieder besser aus. The Salty Seaman. Ah ja, okay. The Cock and the Puss. Ich sag dazu nichts. Aber ich guck mal, ob man reingehen kann. Nein, kann man nicht. Das sieht jetzt wieder sehr, sehr fantasievoll aus. Noch immer sehe ich überall diese Maschinen, aber ich weiß immer noch nicht, wofür sie verwendet werden. Um irgendwas anzutreiben, nehme ich an.
Wow. Was auch immer es sieht sehr cool aus. Es ist eine Art Dampftechnologie mit vielen Getrieben und Hebeln. Es muss alles ziemlich neu sein, wenn man sieht, wie sehr das alles noch glänzt. Und das hat so einen Mund so. Fisch. Blub. So ein bisschen wie der eine aus der Muppet Show, der immer sagte Mi, 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 Mi. Der Gehilfe von dem Wissenschaftler. Hallo, junger Mann. Hallo. Hallo, hallo. Ah, welch herrlicher Morgen. Was kann ich heute für dich tun, junge Lady? Also kaufen kann ich bei dir anscheinend nichts, weil du irgendwie nichts in deinem Sortiment hast. Die Gastwirtin vom Journeyman schickt mich, um die Bestellung von Mrs. Mullins Spezialgewürzen abzuholen. Es ist für... Würzwein, ja! Oh, Ben Reem kocht den besten Würzwein in der Stadt. Oh ja, das tut sie. Absolut köstlich. Ich werde sie, sobald es geht, losschicken. Fantastisch, der Nächste. Warte, Ben Reem braucht die Gewürze dringend. Du kannst sie mir geben und ich werde sie zu Ben Reem bringen. Also ja, ja, ich könnte dir die Gewürze geben. Welch wundervolle Idee. Du willst sie abholen, sodass ich sie nicht liefern muss. Stimmt das? Fantastisch! Ja. Kein Problem, geht in Ordnung. Abgesehen von... Abgesehen von was? Nun, es gibt ein winzig kleines, ganz und gar winzig kleines Problem. Nichts Besonderes, nichts, was nicht gelöst werden könnte. Es ist kaum erwähnenswert. Siehst du, die Sache ist die, ich habe leider keine Gewürze heute Morgen. Ich verstehe. Ist das nicht der Gewürzstand? Ben Reem sagte mir, ich solle zum Gewürzstand gehen. Ja, du bist am richtigen Ort angekommen. Ich verkaufe Gewürze und ein paar andere Kleinigkeiten. Tatsächlich bin ich der einzige Verkäufer von Mrs. Mullins in Makuria. Die besten Würzmischungen in den Nordländern oder in sonstigen Ländern. Es ist eben nur so, dass nun meine Lieferung ein kleines bisschen Verzögerung hat an diesem Morgen. Wirklich? Wie lange dauert das? Oh, ich bin sicher, dass sie sehr bald hier sein wird, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr bald. Tja, okay. Ich mag ihn. Er ist irgendwie... Seine Stimme passt total gut zu seinem Aussehen, finde ich. Ja, und es... ja. Wie viel verspätet denn? Wir brauchen das jetzt. Was heißt, es verzögert sich ein kleines bisschen? Ich bin sicher, dass es nicht länger als ein paar Stunden dauern wird. Verzeihung, wie bitte? Ein paar Stunden, höchstens noch vor Mittag, ich bin sicher. Oder zur Teestunde. Wenn er nicht zum Abendessen hier ist, dann fresse ich meinen linken Schuh. Oh. Ich brauche wirklich dringend die Gewürze, und zwar jetzt. Ich wünschte, ich könnte dir mehr helfen, junge Lady, aber solange das Ghetto geschlossen hat, stecken die Kutschen in Barrow Crook fest. Das Ghetto? Oh, du bist von außerhalb. Willkommen in Makuria und so weiter. Wundervoll, herrlich. Danke, danke. Nun, was ist mit dem Ghetto? Nun, die Azadi haben ein spezielles Viertel von Old Town für die Magischen eingerichtet. Auf diese Weise können sie unter sich bleiben. Wir belästigen sie nicht, sie belästigen uns nicht. Fantastisch, wundervoll. Magisches Ghetto. Warum können denn die Wagen nicht durchfahren? Nun, hin und wieder helfen die Azadi den Magischen, unerwünschte Personen auszusieben. Sie schließen das Ghetto, durchsuchen die Gebäude nach Verbrechern und Schmuggelware. Eine Art Frühjahrsputz, wenn du so willst. Und dein Lieferant wird festgehalten bei dem Handelsverkehr? Auf der anderen Seite des Ghettos, oben bei Barrow Crook, Richtung des Tores von Cold Stone. Direkt unterhalb des Journeyman. Ich komme gerade von dort. Gut, also willst du... Warte! Warum helfen wir nicht einander? Wenn du meine Lieferung Mrs. Mullins Spezialgewürze von dort holst und hierher bringst, kann ich dir Ben Reams Bestellung geben. Was, wirklich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich erkenne ein Muster. Ja, ich glaube, es bringt uns nichts, das abzulehnen. Ich habe keine andere Wahl. Das stimmt wohl. Ich glaube, das ist immer noch besser, als hier herumzuhängen. Fantastisch! Du musst mit Ari Kinrin sprechen. Er ist ein bärtiger Zeitgenosse, etwas gewöhnlich, aber im Innersten ein anständiger Kerl. Er wird in Barrow Crook, direkt unterhalb des Gasthofs sein. Du kannst ihn nicht verpassen. Frag ihn nach den Mrs. Mullins Spezialgewürzen. Er wird vielleicht versuchen, dir Geld abzuluxen, aber die Bestellung ist bereits bezahlt worden. Ein Kerl mit einem Bart, Wagen, Barrow Crook? Okay, ich versuche mein Bestes. Komm wieder hierher zurück mit den Gewürzen und ich gebe dir die Bestellung von Ben Reem. Herrlich, wundervoll. Ja, fantastisch. Oh, weh.